Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Rebirth. Irgendwie war ich beim letzten Mal ja gar nicht so clever, ne? Habe ich gedacht, wir machen mal das Polaroid fertig, gehen wir mal zu Satan. Das ist natürlich Blödsinn. Beim Original Isaac hat man das Polaroid auch bekommen, als man Isaac mehrmals getötet hat, oder nicht? Und dann konnte man über das Polaroid, wenn man das mitgenommen hat, in die Chest. Jetzt haben wir irgendwie dieses komische Negativ gekriegt und ich nehme fast an, dass das etwas Ähnliches tut. So ganz genau weiß ich das aber noch nicht, aber wir können ja einfach mal jetzt versuchen, dann das Ganze nochmal mit einem Isaac-Run abzuschließen. Das heißt dann auch, das Polaroid zu kriegen. Und da können wir uns immer noch irgendwie angucken, was das Negativ denn irgendwann mal macht. Wir müssen es ja sowieso erstmal finden. Also, ich würde sagen, wir versuchen das jetzt einfach mal mit irgendeinem Charakter nochmal, das Ganze mit einem Isaac-Run zu machen. Da sieht man übrigens auch, da im Hintergrund, da ist irgendwie dieses Negativ. Scheinbar baut sich das im Prinzip genauso auf wie das Polaroid selber. Wie auch immer, wir starten einen neuen Run. Die Frage ist, mit welchem Charakter? Da haben wir überall das Ganze schon gemacht. Mit Kane und Judas haben wir das noch nicht geschafft. Mit dem Blue Baby haben wir auch schon Isaac getötet. Mit Azazel haben wir das zwar normal gemacht, aber naja, das war's dann auch. Ich überlege, wie wäre es, wenn wir das mit Lazarus machen? Da haben wir beides noch gar nicht. Da haben wir bis jetzt nur Mom's Heart geschafft. Das heißt, komm. Wir suchen das jetzt einfach mal mit Lazarus. Ich weiß gar nicht mehr, was Lazarus sonst noch konnte. Was war das Interessante an Lazarus? Ach, der hat ein Bonusleben. Außerdem haben wir einen Curse of the Labyrinth und wir haben irgendwie eine Pille dabei. Gehen wir erstmal in den Raum hier. Oh. Joa. Ich habe jetzt keine Bombe für die Steinkiste, was ein bisschen traurig ist. Hätte ich eigentlich ganz gerne. Aber wir kommen zumindest direkt. Was ist das denn? Das ist doch hier so ein Ghost Baby. Na naja, gut, warum nicht? Ich mache mal das. Das war nicht das Richtige. Schade. Es hätte ja ein Explosive Diarrhea sein können. Dann hätten wir das vielleicht doch noch irgendwie hingekriegt. Ja. Jetzt haben wir das komische Ghost Baby. So richtig toll ist es nicht. Auf der anderen Seite besser als gar nichts. Mal schauen, ob wir wieder ein ordentliches Item kriegen, womit wir den Run für uns entscheiden können. Was? Ach so, wir sind in einem großen Stockwerk. Das ist natürlich interessant. Dann gibt es direkt nochmal ein zweites Item. Mal gucken. Das ist die Maske. Sweet Suffering. Ich glaube, da gab es dann immer irgendwas, wenn wir getroffen werden oder so, ne? Irgendwie so war das, glaube ich. Das war der Sinn des Items. Also Sinn, in Anführungsstrichen. Auf sowas stehe ich ja ungefähr gar nicht, aber gut. Wir schauen einfach mal. Also ich meine, da kommen dann immer irgendwie Items raus, wenn wir getroffen werden. Da gibt es ja scheinbar noch mehr von, ne? Letztes Mal hatten wir irgendwie was, dass wir ständig Herzen gekriegt haben, wenn wir getroffen werden. Das kann natürlich hiermit auch passieren. Nee, noch nehme ich das mal nicht. Wir machen das mal ein bisschen anders. Moment, ich habe eine ziemlich coole Idee eigentlich. Wir gehen mal hier hoch. Ich darf natürlich nicht vergessen, dass es da unten noch liegt. Aber wir haben doch jetzt die komische Maske. Lockdown, na prima. Und Energie brauchen wir auch nicht. Schade, ich dachte, das gibt mir jetzt irgendwas, weil ich diese Maske habe, dass ich da durchgehe. Das hat ja ungefähr nicht so funktioniert. Dann müssen wir wohl wieder einfach da irgendwo runter. Dann kann ich das jetzt auch mitnehmen. Wir haben halt... Ich wollte das nur nicht verbrauchen in dem Raum. Oh Gott. Das könnten sehr, sehr viele Spinnen... Also sehr, sehr schnell sehr, sehr viele Spinnen werden hier in diesem Raum. Das ist nicht gut. Mal schnell diese Dinger da kaputt machen. Auch wenn die Viecher da natürlich auch nervig sind, aber die sind zumindest nicht ganz so nervig wie die... Also die laufen ja weg, die anderen laufen nicht weg, wenn die erstmal irgendwie angeschossen sind, dann bauen die wenigstens keine Spinnen mehr. So, eine Bombe. Vielleicht finden wir noch einen blauen Stein, dann ist das sinnvoller als die komische Sprengkiste. Ansonsten werde ich die Sprengkiste gleich noch aufmachen, nicht in die Ecke rein. Das ist eigentlich immer eine blöde Idee. Zumal bei der Sprengkiste zusätzlich auch noch ein paar so Dinger dabei. Oh shit. Oh Gott. Das ist genau deswegen nicht so toll. Muss man ein bisschen aufpassen mit den Viechern. Ah. Komm, da hinten, da darfst du explodieren. Das war doch schön. So, damit machen wir mindestens noch eins von den Dingern kaputt. Perfekt. Wir kriegen sogar noch eine zweite Bombe. Oh Gott. Na, das mag ich ja. Aber das ist gut, weil da ist jetzt noch ein Stein. Uah, aua. Shit. Das war nicht so schön.
Oh, da gibt es aber noch ein blaues Herz. Das holen wir uns natürlich gleich noch. Das ist aber groß hier gerade, ne? Also, das Stockwerk ist echt riesig. So. Dann, Moment, da ganz oben muss ich nicht nochmal hin. Das heißt, das Sinnvollste, was ich gerade machen kann, ist doch, ich gehe jetzt hier einmal rum. Dann kann ich da gleich nach rechts gehen. Aber bevor wir das tun, gehen wir noch einmal ganz kurz da hoch und machen hier die Kiste mit dieses Ding. Ich hoffe, das kriege ich auch beides mit einer Bombe hin. Ja, tatsächlich. Perfekt. So. Ist doch ganz schön. Haben wir das mit einer Bombe geschafft? Jetzt könnten wir noch versuchen, den Geheimraum zu finden, aber ne. Ich weiß nicht. Da gibt es schon wieder mindestens zwei Stellen, wo das Ding sein könnte. Oh shit. Wo das Ding sein könnte. Das muss ich mal irgendwie so machen. Dass ich da. Ich möchte gar nicht in den Shop rein. Gut, dass ich da jetzt. Dass das nicht automatisch aufgegangen ist oder so. Auch wenn der Shop insgesamt natürlich keine schlechte Idee ist, also keine schlechte Sache ist, hilft er mir erstmal nicht. Oh, noch ein Schlüssel. Shops und so. Wenn ich jetzt noch das Geld hätte, würde ich sogar in so einen Shop reingehen. Aber so lohnt sich das natürlich nicht. Stirb, 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 stirb. Danke. Das hätte auch gerade sehr schnell schief gehen können. So, du auch. Ja, Trollbombe. Geheimraum? Nein, schade. Das wäre natürlich jetzt noch cool gewesen, wenn da auch noch der Geheimraum gewesen wäre. Mir fehlt noch ein kleines bisschen... Oh, Geld, dann würde sich der Shop sogar tatsächlich lohnen. So eher nicht. Was natürlich schade ist. Da unten ist noch ein blauer Stein. Da habe ich mir die Bombe gut aufgehoben. Noch ein blaues Herz. So, das war es jetzt aber wirklich auf dem Stockwerk, ne? Ja. Ja, es gibt noch ein paar Herzen, aber die kann ich ja nicht schlecht mitnehmen. Es sei denn natürlich, ich hätte diese komische Jar, dann würde das gehen. Geht aber so nicht. So, gucken wir mal. Es ist einmal die Widow. Bäh. Bin ich sie wenigstens mehr oder weniger los? Sie kann mir nicht nochmal passieren. Alter, hör auf, die ganze Zeit Spinnen zu bauen da. Das ist ja schlimm. Wie willst du da hinmachen? Ja, diese Dinger. Ich hoffe einfach, dass ich möglichst schnell die Widow tot kriege. Oder dass sie ihre eigenen Viecher tötet. Ist mir beides recht irgendwo. Die Ads kann ich danach immer noch machen. So, jetzt ungefähr. So, dann habe ich nochmal ein halbes Leben verloren. Ist zwar schade, aber kann man nichts machen. Oh, Squeezy. Squeezy. Das sieht jetzt sehr, sehr creepy aus mit dem... mit der Maske darüber. Blighted Ovum. Na super. Das ist nicht so meins. Das... Wow. Stimmt, der kann jetzt den Scheiß. Au! Da muss man echt aufpassen. Das ist böse. Das ist richtig böse. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Stirb! Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ich will natürlich theoretisch beide irgendwie killen, aber... So. Tears und Shot Speed up. Also noch mehr Tränen. Was haben wir hier? Oh. Squeezy ist weg. Die Maske ist weg. Also sieht zumindest so aus, als wäre die Maske weg. Nee, das Ding will ich nicht. Das Ding will ich auch nicht. Geh weg. Das war aber knapp. Kaboom. Ja, Katze, gut und schön, aber nein. Nein, danke. Dann würde ich sagen, wir gehen weiter nach unten. Drei Schlüssel, das heißt, wir kommen mindestens in den nächsten Itemraum. Curse of the Unknown. Na super. Ich weiß nicht, wie viel Leben ich habe. Das ist doch auch immer super toll. Ich schieße sehr schnell, das ist schon mal gut, wobei wir natürlich in Richtung Isaac das eher als Problem haben könnten. So, ich komme da noch rein, das heißt, ich habe zumindest, also ich habe noch genug Leben, dass ich da reinkomme. Aktuell. So, eine Kiste, gucken wir mal rein. Eine Münze und ein halbes Herz, das lohnt sich ja ungefähr gar nicht. Also die eine Münze wird es wahrscheinlich nicht... den Kohl fett machen, wie man so schön sagt. Ist das etwas... Ich frage mich gerade, ob das etwas, was aus meinem... wie soll ich das sagen? Aus meinem Landesbereich kommt. Wir haben öfters mal die Diskussion, ob gewisse Sprichwörter oder Wörter insgesamt hier aus der Gegend kommen oder ob die allgemein bekannt sind in Deutschland oder auch Schweiz oder was auch immer, deutschsprachige Länder. Und da sind wir uns tatsächlich öfters mal nicht so ganz sicher. Das würde mich tatsächlich mal interessieren.
Das kann man ja manchmal tatsächlich zum Beispiel an Wörtern festmachen. Also, dass man bestimmte Wörter sagt, aus welchem Bereich des Landes man kommt. Oder halt auch, ob man aus dem Ausland kommt, aus dem deutschsprachigen Ausland. Zum Beispiel Bayern. Ich sollte sowas nicht sagen, damit verärgere ich nur Leute. Aber das deutschsprachige Ausland. So, stirb. Perfekt. Oh Gott, das ist nicht so perfekt. Die sind doof, ich mag euch nicht. Geht sterben. Spätestens, wenn mehrere davon anfangen zu schießen, ist das nicht gut. So, der Emperor. Guck mal. Oh, da würde ich grundsätzlich gerne hin. Nach unten vor allem. Komme ich aber so natürlich nicht. Oh shit. Eigentlich hätte ich gerne erst die Larven weg, damit ich mich hier frei bewegen kann. Wobei diese Dinger da dann doch auch so wenig Leben haben, dass man sie recht schnell töten kann. Komm, wir gehen erstmal weiter. Oh, da würde ich jetzt gerne fliegen oder so. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Au. Irgendwas musste mich da jetzt im Prinzip treffen. Au. Das ist blöd. Ich muss eigentlich in die Mitte. Ich hätte mich in die Mitte stellen müssen. Das war dämlich, wie ich das gemacht habe. Aber jetzt ist es zu spät. Jetzt kann ich daran nichts mehr ändern. So, erstmal die Typen töten. Damit ich mich hier wieder frei bewegen kann. Wir erinnern uns, das ist immer das Wichtigste. Zumindest wenn man sowieso schon so einen offenen Raum hat, ist es natürlich toll, wenn man sich da drin auch bewegen kann. Eine Bombe! Damit kann ich zumindest theoretisch schon mal zu einem von den beiden Sachen hin, wenn es nicht mehr ausreicht. Wenn ich kein Fliegen oder keine Leiter oder so mehr bekomme. Was eher unwahrscheinlich ist. So eine Leiter geht noch, wobei die gefühlt rarer geworden ist im Shop. Gibt deutlich mehr verschiedene Items jetzt im Shop, daran wird es wahrscheinlich liegen. Früher gab es ja irgendwie nur so eine Handvoll von Items, die man tatsächlich im Shop finden konnte. Aber das ist mehr geworden. Und deswegen... Och nö. Och nö. Stirb, Skelett, stirb. Aua. Vorsicht. Das ist eine chargende. Jetzt komme ich theoretisch an beides dran. Das heißt, ich könnte sogar noch mir mindestens 3 Münzen holen. Das heißt, ich könnte auf jeden Fall noch irgendwie in den Shop gurken. Wenn ich den wollte. Das war dämlich. Ich weiß immer noch nicht genau, was jetzt diese Maske macht, ne? Sweet Suffering und so. Ist komisch. Irgendwie tut sie nichts. Eigentlich möchte ich keine Bombe natürlich ausgeben für 3 Münzen, aber je nachdem, was im Shop ist, kann sich das durchaus sehr, sehr lohnen. Das heißt, wir schauen mal. Dann zum Beispiel, wenn da eine Leiter drin wäre, bräuchte ich ja gar nicht, bräuchte ich gar keine zweite Bombe mehr. Ne? Dann könnte ich mit einer Bombe das Ganze schon erreichen. Aber deswegen gucken wir erst, was im Shop ist und gucken dann da oben. Wenn ich unter Umständen brauche ich auch gar keine mehr, wenn ich noch mehr Münzen finden würde. Oh, die Perücke. Die Perücke ist gut. Die gibt Spinnen. Und Spinnen sind immer gut. War das einfach beim Schießen oder so? Oder ich glaube schon, ne? Einfach wenn ich ein bisschen durch die Gegend schieße, habe ich da eine Chance, dass Spinnen spawnen. Können Spinnen spawnen. So, wo ist denn... wo ist denn der Shop? Ach, da oben war der Shop. Da waren wir sogar schon. Hab's einfach nicht gesehen. Ah, wir haben auch noch 3. Drei Schlüssel wollte ich sagen. Lohnt sich das? Ich finde nicht. Das ist ein extra Kartenslot, ne? Und dann noch das Tarotkartendeck. Zusammen wäre das cool, aber ich glaube, so werde ich da keine Bombe für verschwenden, um an die 3 Münzen dran zu kommen. Da lohnt sich, denke ich, nicht. Also für beides ist mir einzeln nicht gut genug. Das Kartendeck okay. Es kann halt ziemlich gut sein, aber ich kann halt auch noch ein einfach so ein Item kriegen, das deutlich besser dann ist. Können wir bitte das Ding da unten wegmachen? Ja, das ist blöd gerade. Ich weiß gar nicht, wie ich hier so richtig ausweichen soll. Ich will nicht da drunter gehen, weil da könnte dann dieses komische andere Ding auf mich schießen. Das wäre nicht so fein. Da. Das heißt, wir bleiben lieber hier. Hallo. So ungefähr. Also das Schießding da hinten. Das Schießding ist auch schön. Ein Schießding. Gerät. Uah, aua. Er hat mir ins Gesicht geschossen.
Das ist nicht sehr freundlich, Gertie. Lass das mal. Ja. Angriff! Eine Spinnenbieder. Angriff! Das Ding hat sich schon selbst dem Tode geweiht. So, ein HP ab. Ja, dann geht's wohl weiter nach unten. Also es hat sich selbst dem Tode geweiht, indem es den Stein kaputt gemacht hat, sodass ich besser auf es schießen konnte. Da unten würde ich grundsätzlich gerne rein, aber ich glaube, ich werde meine ich werde lieber versuchen, noch einen Schlüssel zu finden und erstmal den Itemraum nehmen. Dann können wir immer noch dahin. Wo wir gerade dabei sind. Da ist noch ein Schlüssel, das heißt, wir gehen dann doch mal da rein. Na, das hat sich jetzt nicht so gelohnt. Das war ja ein bisschen lächerlich jetzt. Ja, erstmal eine Seite und dann die andere. Nicht, dass ich auf beide Seiten aufpassen muss, das ist immer schlecht. Angriff, meine Spinnendiener, Angriff. Ach, ich sehe ja wieder, wie viel Leben ich noch habe. Und das ist sogar tatsächlich eine ganze Menge. Das ist doch schön. Jetzt bräuchte ich nur noch... Ich dachte gerade, der wäre gesprungen. Der hat so eine Animation gemacht. Was ich noch gut gebrauchen könnte jetzt gerade, wäre vielleicht ein bisschen Schaden und oder Reichweite. Aua. Und oder Reichweite. Vorsichtig, Snizzle. Lauf doch nicht in solche Viecher rein. Perfekt. Damit kann ich dann auch noch in den Shop. Dann hat sich das zumindest etwas gelohnt, die zwei Schlüssel ausgegeben zu haben, weil ich jetzt genug Geld habe für den Shop. Und ich nicht annehme, dass da wieder derselbe Müll drin ist wie eben. Vielleicht ist ja diesmal was Sinnvolleres dabei. Na, gut. So. Da könnte theoretisch irgendwo ein Geheimraum sein, ne? Oh, es werden aber plötzlich ganz schön viele Spinnen da. Warum werden das plötzlich so viele Spinnen? Was ist da los? Hilfe! Also cool erstmal, aber warum? Wo kommen die alle her? Wenn ich nicht so viel, wenn ich nicht diese Lockdown-Pille gehabt hätte, dann wäre es vielleicht sogar, dann würde das wahrscheinlich sogar besser procken. Ich habe inzwischen gehört, dass die Proc-Chance von solchen Items, wie zum Beispiel der Wick, davon abhängt, wie viel Luck man hat. Wodurch Luck ein ziemlich guter Stat eigentlich auch ist. Erstmal. Also zumindest deutlich besser als früher. Die gehen nicht... Oh, das ist ja cool. Die gehen nicht kaputt, wenn die Dinger nicht offen sind. Das ist gut, dann verliere ich die nicht einfach so. Oh, ich hasse diese Typen. Stirb! Aua! Hilfe! Na komm! Ja. So, du auch. Komm. Ich krieg dich. Geh auf! Geh auf! Also. Ja, komm, wir gehen erstmal in den Shop. Wir haben ja genug Schlüssel. Jetzt weiß ich wieder nicht, was das da in der Mitte... Komm, whatever, was auch immer es ist. Die Broken Watch. Ich weiß nicht, was die Broken Watch tut. Wenn ich ganz ehrlich bin. Gibt das irgendwas Sinnvolles? Hier oder so? Sieht nicht so aus. Tja, kann ich jetzt natürlich auch schlecht nachgucken. Dann gehen wir wohl weiter. Keine Ahnung, was sie tut. Ich würde an beides ganz gerne drankommen. Also vor allem, ich würde halt gerne nacheinander an beides drankommen. Verdammt. Fliegen wäre schön. Oder springen. Das hatten wir ja auch schon lange nicht mehr, ne? Das Springen. Vielleicht kriegen wir es ja noch. Wir haben ja noch einen Itemraum auf jeden Fall. Stirb! Oder geh auf! Du bist blöd! Mag dich nicht. Der kann einfach über die Stacheln gehen. Das ist ja schon ein bisschen overpowered, ne? Hallo? Au. Dann schießt er mir ins Gesicht. Mistvieh. Was ist das denn? Ach, ah! The Broken Stopwatch. I see. Das ist ja cool. In manchen Räumen werden dann einfach die Gegner alle langsam. Und das scheint nicht mal anzuhalten. Das ist ja crazy. Das scheint nicht mal nur für eine bestimmte Zeit zu halten. Das scheint einfach zu laufen. Das ist ja übel. Das ist ja tatsächlich ziemlich cool. Also es muss halt brocken in irgendeiner Art und Weise. Brocken ist halt auch wieder das falsche Wort.
Und da fehlt mir eigentlich wieder ein bisschen Lack, aber naja. Ein bisschen Lackab wäre toll eigentlich gerade. Aber da können wir nichts machen aktuell. Ah, stirb. Sehr gut. Hier auch. Mistviecher. So. Hehehe. Oh, was haben wir denn da? Challenge ab. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Das ist das Gravity-Dings, ne? Anti-Gravity-Tears. Hihi. Und schneller. Natürlich auch. Schneller schießen. Ich liebe das. Das ist so lustig. Es kann halt sehr schnell in die Hose gehen, ne? Aber es ist sehr, sehr witzig. Miau. Oh. Hallo. Hihi. Moment, ich brauche aktuell keinen Schlüssel mehr, ne? Nö. Das heißt, ich guck da mal rein und es ist die Kreditkarte. Was tut die? Was war das jetzt? Was ist jetzt gerade passiert? Keine Ahnung, was gerade passiert ist. Ich habe eine Kreditkarte benutzt. Verhekias. Boah, kann das sein, dass das im Shop vielleicht einfach alles gekauft hätte oder so? Das wäre crazy stark gewesen. Und ich bin natürlich zu blöd. Und weiß das nicht. Ich habe vor allem auch ein Dings zu wenig, ne? Um da jetzt was Sinnvolles zu kaufen. Naja, gut, wir gehen zum Boss. Da kommen wir auch nicht mehr dran. Ich habe die Challenge ab. Ich weiß gar nicht, was das genau tut. Das ist total super, dass ich so richtig viel Ahnung habe. Von den Items und so, die ich so kriege. Rad. Rad. Einfach mal überall in die Richtung schießen. Das ist so toll. Ich mag das so. Bzzzt. 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 Damit ist natürlich blöd zu zielen, aber es ist trotzdem total witzig. Oh, das ist ein Blattklot. Damage und Range up. Jetzt sind da immer so ein paar große dabei. Jeder zweite, um genau zu sein. Das ist das Necronomicon. Möchte ich das für ein Herz haben? Ne, das macht einfach nur einen Haufen Schaden in dem Raum. Das will ich gar nicht. Also das brauche ich gar nicht. Zumindest nicht wirklich. Ja, den Time Run werde ich nicht schaffen. Oh Gott, Curse of the Lost. Ich hasse es. Das traue ich mich noch nicht. Jetzt traue ich es mich. Oh Gott. Oh Gott. Danke fürs Sterben. Ah! Feuer! Vielleicht gehe ich da mal rüber, glaube ich. Jo, jetzt gehen wir da mal rüber. Was ist das denn? Mom's Pearl? Joa, aber nö. Wir nehmen... Ach, hier ist auf der Seite ist gar nichts. Ich bin blöd. Da, ich nehme mal die Challenge ab. Also ich behalte die Challenge ab, auch wenn ich nicht genau weiß, was es hilft. Oder was es tut. Vielleicht hilft es nicht immer, sondern ist eher schlecht. Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Oh Gott. Gegen den Geist ist das natürlich eigentlich ganz cool, weil der folgt mir sowieso.